Herbert Kickl ist im Anmarsch. Alle anderen Fernsehstudios werden sich gleich um uns reihen, denn wir haben ihn hier, den Wahlsieger des heutigen Abends. Kommen Sie bitte in unsere Mitte. Gerne. Hallo, schönen guten Abend. Herr Kickl, hallo. Guten Abend. Hallo. Herr Schott darf die erste Frage stellen. Herr Kickl, werden Sie jetzt den Kanzleranspruch stellen nach diesem grandiosen Ergebnis heute Abend? Boah, jetzt muss ich mal ein bisschen durchschnaufen, das alles einmal sacken lassen, aber natürlich wird sich an unserer Position nichts ändern. Wir haben vor der Wahl gesagt, dass es eigentlich eine demokratische Gepflogenheit und Selbstverständlichkeit sein sollte, dass die stimmenstärkste Partei einen Regierungsbildungsauftrag bekommt. Manche haben da vielleicht noch ein bisschen drüber gelacht von Seiten unserer politischen Mitbewerber. Jetzt ist genau dieser Punkt eingetreten und jetzt wird sich zeigen, wer in diesem Land wirklich ein Demokrat ist und wer mitunter nur so tut, als ob er einer wäre. Hat sich die FPÖ mit diesem Ergebnis ganz klar als Volkspartei herausgestellt? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil dieser Begriff durch die Handelnden einer anderen Partei, sage ich mal, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber wir sind sicherlich die Partei der österreichischen Bevölkerung, die Österreicher Partei, würde ich sagen, die Partei der Familie Österreich. Und das hat auch das heutige Ergebnis ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und ich bin unglaublich froh und möchte mich bei allen bedanken, die uns heute unterstützt haben mit ihrer Stimme, für diesen Optimismus und für diese Zuversicht und ich sage auch für den Mut, den die Menschen ja unter Beweis gestellt haben, weil es ist ja nicht einfach, gegen diesen Gegenwind dann auch noch sozusagen Position zu beziehen für die Freiheitliche Partei. Und ich bin unglaublich dankbar, wie sehr uns die Leute getragen haben bis zum heutigen Tag. Und es taugt mir, wenn ich daran denke, dass sich viele jetzt auch zu Hause freuen werden und mit uns quasi heute am Abend jubeln. Ich darf weitergeben an Stefan Magnet. Ich denke, es wird viele Leute, wie Sie gesagt haben, freuen, denn der Gegenwind war ja beachtlich. Denken Sie, dass ein Zugehen von Ihnen auf die ÖVP am Ende des Tages von Erfolg gekrönt sein könnte? Denn das wäre jetzt die größtmögliche Koalitionsmöglichkeit, wenn man sich die entsprechenden Prozente ansieht. Also ich will mir da heute gar nicht irgendwo darauf festlegen, wer ein möglicher Koalitionspartner sein könnte. Wichtig ist, dass wir unser Ziel erreicht haben, dass wir die Nummer eins jetzt geworden sind, dass damit die Machtverhältnisse in Österreich jetzt andere geworden sind. Und jetzt, glaube ich, sind die anderen einmal gefordert, nach einem ersten Moment des Schocks, den merkt man ja in den ersten Stellungnahmen, dann vielleicht zwei, dreimal drüber zu schlafen und dann daran zu denken, dass wir in einer Demokratie leben. Und dann kommen vielleicht Dinge in Bewegung und dann schauen wir weiter. Sie haben das Demokratie-Thema angesprochen, das ist auch unsere letzte Frage. Wir wollen Sie ja nicht zu lange aufhalten, bis Sie auch zu den anderen Sendern kommen können. Das ist sehr gut, dann kann ich noch einen Nachsetzer machen. Wir haben, als das Ergebnis durchgegeben wurde, war es plötzlich hier im Medienzentrum völlig ruhig. Nur mehr uns beide hat man sprechen gehört. Es war sozusagen Schockstarre. Es war ja bis zuletzt ein Kampf, dass wir heute hier aus dem Hohen Haus senden dürfen, obwohl wir uns schon vor Monaten akkreditiert haben. Warum lassen Sie sich nicht abschrecken von den entsprechenden Berichterstattungen des Standards oder den Zurufen der Grünen, dass sie jetzt zu RTV und auf 1 gekommen sind? Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, alle reden von Medienfreiheit, alle nehmen für sich in Anspruch, diese Medienfreiheit sogar verteidigen zu wollen. Und das scheitert dann halt manchmal an der Praxis und da muss man dann ein mutiges Gegenstatement setzen. Ich bin viel, viel toleranter als die selbsternannten Toleranten und stelle das auch hier wieder unter Beweis. Wenn Sie von einer Politwende sprechen, und es war ja ein wahres Erdbeben, als man die Balken heute nach oben gesehen hat, oben wurde geraunt oder geschwiegen, aber im Großen und Ganzen hat es vermutlich viele Leute am falschen Fuß erwischt, die das noch belächelt haben, wie Sie gesagt haben. Wie wird sich denn dieser Politwechsel im Wesentlichen in groben Zügen abzeichnen, denken Sie? Was ist jetzt die Trendwende in der Gesinnung grundsätzlich einmal? Ich habe mir ja jetzt die ersten Reaktionen auch der Vertreter der anderen Parteien angesehen und ich will ja keine Ratschläge geben, aber ich würd durchaus ein wenig überlegen, ob es angebracht ist, weiter einen Kurs zu fahren, wo man eigentlich die Menschen für blöd verkaufen will. Denn das ist das, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, das ist heute abgestraft worden. Und wenn jetzt Parteien hergehen und die größten Niederlagen, die sie jemals erlitten haben, dann auch noch in irgendeiner Form schönreden und sich de facto zum Sieger ausrufen, dann zeigt mir das, dass sie die Lektion nicht verstanden haben und dann wird es die nächsten Wahlen geben in absehbarer Zeit. Das dauert ja nicht mehr lang, dann wählt Vorarlberg und dann werden die Steirer wählen. Und ich glaube, die Menschen schauen da jetzt sehr, sehr genau zu, wie auch die Verlierer mit dieser Niederlage umgehen.
In Österreich haben wir glücklicherweise nicht diese unsägliche Tradition einer künstlich errichteten Brandmauer. Die Grünen wollten das jetzt nachträglich noch einziehen. Wenn wir beobachtet haben, was im Thüringer Landtag in den letzten Tagen abgegangen ist, dann spottet das ja jeder Beschreibung hohn. Hier wurde die Demokratie mit Füßen getreten. Denken Sie, dass sich die Altparteien noch einmal einhängen werden, um alles in Bewegung zu setzen, um einen Kanzler Kickl zu verhindern? Oder sind Sie guter Dinge, dass man das trotz allem jetzt irgendwo anerkennen wird? Ich bin ja ein Optimist und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch lernfähig ist. Und jetzt haben diese Herrschaften auch die Chance, diese Lernfähigkeit unter Beweis zu stellen. Der Wähler hat ihnen heute gesagt, wohin die Reise gehen soll. Der Wähler hat gesagt, wir wollen einen Kurs haben, der uns in Wahrheit 5 gute Jahre bringt. Der Wähler hat gesagt, wir sind mit dem nicht zufrieden, was die Einheitspartei dort abgeliefert hat. Wenn man das dann auch noch nicht interpretieren kann, dann wird die Talfahrt weitergehen. Ich kann den Herrschaften dann aber auch nicht helfen. Auf Dauer wird die Freiheitliche Partei nicht zu verhindern sein in Regierungsverantwortung. Herr Kickl, letzte Frage noch. Rechnen Sie vor Weihnachten noch mit einer Regierung? Ja, an mir liegt es nicht. Also ich werde zwar morgen den blauen Montag machen, aber dann bin ich jederzeit gesprächsbereit. Und wer mich kennt, weiß, dass meine Hand ausgestreckt war vor der Wahl und sie ist auch jetzt ausgestreckt. Bewegen müssen sich aber jetzt die anderen, die sich eingebunkert haben hinter ihrer Brandmauer. Also ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und zu uns als erstes gekommen sind. Danke sehr. Danke. Danke vielmals. Ja.